Hey Leute und herzlich willkommen zu der neuen Folge von PixelGern3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ich habe ja immer lange gesagt, dass PixelGern viel zu teure Angebote hat, aber momentan macht es mich einfach arm, weil PixelGern hat momentan so gute Angebote, dass ich sie mir immer einfach kaufen muss. Ich meine, 1000 Juwelen um 11 Euro, das ist wirklich ein Schnäppchen und die habe ich mir jetzt auch wieder geholt. Deswegen haben wir jetzt wieder über 1239, nicht über, sondern genau 1239. Diamanten und auch etwas Gold habe ich bekommen, aber momentan weiß ich einfach nicht mehr, was ich mit diesem Gold anfangen soll. Falls ihr irgendeine Idee habt, was ich mit dem ganzen Gold hier anfangen soll, schreibt mir das euch bitte mal gerne in die Kommentare, denn man kann damit ja keine guten Waffen kaufen, also nicht richtig gute, die meisten habe ich schon gekauft und ja, man kann sich eigentlich auch keine Gadgets mehr holen, nur für Gold, was ich eigentlich ziemlich blöd finde. Also was soll ich mit dem Gold anfangen? Schreibt mir das euch bitte in die Kommentare, aber ich weiß genau, was ich mit den Juwelen heute anfangen werde, denn wir werden uns heute eine Waffe kaufen, was eigentlich sehr, sehr gut zum Thema von Halloween passt, denn wir werden uns den Schattenzauber hier holen in der Kategorie Scharfschützen. Ist für mich eine sehr, sehr interessante Waffe, denn man kann sie auch auf Effizienz 31 upgraden und ja, das sieht schon ziemlich nice aus. Aber bevor wir diese kaufen, nein Leute, wisst ihr was, wir kaufen uns die Waffe zuerst und dann schauen wir hier ins Event rein und versuchen noch ein paar Teile zu holen vom Halloween-Avatar. Denn da habe ich ja schon 105 und den möchte ich vollbekommen, denn das hört sich richtig geil an, was man da so bekommt. Na gut, schnell rein in die Waffenkammer, Leute, und wir schauen uns hier mal die Scharfschützenwaffen an. Wie gesagt, wir wollen uns hier den Schattenzauber holen. Welche Scharfschützenwaffe spielt denn ihr momentan? Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr momentan so spielt. Und ja, vielleicht spielt ihr ja nach diesem Video auch den Schattenzauber. Ich bin auch am Schauen, ob ich eine neue Scharfschützenwaffe finde, denn ja, ich bin hier mit meiner Primäre und meiner Zusatzwaffe sehr, sehr zufrieden und jetzt suche ich eben eine neue, coole Scharfschützenwaffe, mit der ich jetzt immer dann dranbleibe. Na gut, Schattenzauber, was kann das Teil eigentlich? Hat eine Feuerrate von 69, eine Kapazität von 1, was sehr spannend klingt, deswegen auch die geringe Feuerrate und ein Gewicht von 70, also ganz normal für Waffen in diesem Segment. Bin ich eigentlich gewohnt, diese Werte, hat ja jetzt auch meine Zusatzwaffe, der Donner und auch, glaube ich, hier das Ultimatum sieht nicht viel anders aus. Es hat sogar noch eine langsame Feuerrate, aber auch das Gewicht ist ziemlich gleich. Die Feuerrate hier beim Donner ist ja dieselbe. Na gut, ich würde sagen, wir kaufen uns das gute Stück um 175 Juwelen. Viele von euch wollten 10, deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir. Und wir werden das Ganze natürlich jetzt auch auf Stufe 31 hier verbessern, damit wir hier auch das volle Potenzial auskosten können. Deswegen habe ich mir ja eben auch die ganzen Juwelen gekauft, um das euch hier besser zeigen zu können. Und durch eure Unterstützung kommt das Geld hier rein. Und ja, deswegen kaufe ich mir dann auch Juwelen, damit ich euch dann etwas zurückgeben kann und damit euch neue Waffen zeigen kann. Ja, da gehen auch die ganzen Spenden meistens rein, wenn ihr mir im Stream oder so etwas spendet. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, wäre cool natürlich, wenn ihr hier einen Daumen nach oben geben würdet, wenn euch dieses Video hier gefällt. So, nochmal 20 Juwelen und nochmal 5 zum Verbessern, also zum Beschleunigen. Und somit haben wir den Schattenzauber, eine legendäre Waffe, auf Level 31. Und ich würde sagen, wir starten da gleich mal rein. Nur was mir gerade aufgefallen ist, er hat für eine Scharfschützenwaffe kein keinen Zoom. Das finde ich interessant. Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Waffe, wenn es keinen Zoom hat. So, ich würde sagen, wir spielen heute mal komplett was anderes und zwar Punkteeroberung. Denn da sind die Leute ja meistens sehr damit beschäftigt, sich den Punkten zu nähern. Und da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut mit der Scharfschützenwaffe abschießen. So, es ist ein neuer Kampf. So, und es sieht eigentlich auch richtig cool aus. Man kommt sich davor wie so ein Magier. So, naja gut, die Geschwindigkeit ist ganz okay, muss ich sagen. Nur mit dem Zielen. Mit dem Zielen ist es so eine Sache. Hat aber Flächenschaden, man kann deswegen auf den Boden eigentlich schießen. Aber man hat nie so richtig die langen Nachladezeiten, was ich ziemlich cool finde. So, wir wurden von Granny gekillt. Mit der Einschuss. So. Soll ich hier mehr schauen, dass ich hier die Punkte einnehme oder ob ich mit den Waffen gut spielen kann? So, Granny, das war jetzt mein Rache-Kill. Und der, okay, das ist von mir, diese Strudel am Boden, das macht diese Waffe, das sieht ja richtig mega cool aus. Das ist mega nice, Leute, dass das auch so einen mega coolen Effekt macht. Da sieht man dann auch, wo der Flächenschaden ist. So, den haben wir jetzt auch gekillt, Meisterschütze, Dreifachkill, es läuft. Und somit haben wir auch diesen Punkt gleich mal eingenommen. So, meine Stelle, ich bekomme hier 100 Punkte. Wow. Eieiei, da wurden wir vom Samurai gekillt, obwohl er eigentlich in die andere Richtung geschlagen hat. Das ist für mich generell manchmal etwas fragwürdig, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht.
So, du wirst auch gleich mal von mir gekillt und ich werde diesen... Das ist Teil der... Oh, das ist mein Spieler. Das ist mein Mitspieler. Den sollte ich natürlich nicht killen. So, aber den... Und da kann man eigentlich auch sehr, sehr gut durchwechseln. Ich habe ja auch den Donner, wie ihr wisst, momentan. Und da geht es eigentlich sehr, sehr gut zum Durchwechseln. Okay, ist der gerade durch die Steine? Ist der gerade durch die Steine? So, Haushälter, dreifach Kill. Ha! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Eigentlich eine sehr, sehr gute Waffe, muss ich sagen. Wirklich, wirklich gut. Ich glaube, die behalte ich jetzt drinnen. Denn ich habe ja eigentlich die Scharfschützenwaffe auf Zoom nicht immer benutzt. Also ich habe meistens ohne Zoom geschossen. Und diese Waffe gefällt mir eigentlich richtig gut. Bitte schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr diese Waffe so findet. So, haust den Knockout. Easy. Komm. Yes, so Kopfschuss, Doppelkill und den Punkt holen wir uns natürlich zurück. Und ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Oh, das sind alles meine Mitspieler. Da muss ich mir also keine Sorgen machen. Aber irgendwie... Ah, okay, ich habe mit dem Flächenschaden gerade eine Selbstzerstörung geholt. Auch nicht schlecht. So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann man also auch mit einer Scharfschützenwaffe, ja, sich selber killen. Nicht schlecht, aber na gut. So, da kommt noch einer. Ah, den habe ich, ich hätte gedacht, oh, es hat mich gar nicht der Samurai gekillt. Es hat mich jemand anderer gekillt. Oh, jetzt müssen wir natürlich Gas geben, komm. So, getroffen. Aber ich finde cool, dass auch der Flächenschaden dann in der Luft schwebt. Also... Wieso laggt das gerade? Wieso laggt das gerade so hart rum, Leute? Pixelgern hat normalerweise bei mir noch nie gelaggt. Wow, sogar unter der Zeit jetzt. Nein, wir schaffen es, in der Zeit zu gewinnen. So, das wäre jetzt ein harter Zweikampf. Aber wir haben gewonnen. 55 Pokale bekommen wir. Die Saison wurde ja resettet. 14 Kills. Richtig stark von mir. Richtig stark von mir. 14 Kills, 30 Erfahrungspunkte, 3 Schlüssel, 6 Münzen, 3 Medaillen und 3 Kredite. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dieser Waffe. Eine etwas andere Scharfschützenwaffe, weil sie hat keinen Zoom. Aber sie schießt eigentlich sehr weit. Und sie hat auch Flächenschaden, was für Scharfschützenwaffen normalerweise auch nicht normal ist. Aber ich muss sagen, sie gefällt mir. So, Champion-Turnier haben wir ja auf Rang 6 beendet. Bekommen wir 5 Edelsteine und 30 Münzen. Ich hatte ja in der letzten Saison über 4000 Pokale. Ich hatte noch nie über 4000 Pokale. Viele von euch waren natürlich schon besser als ich, aber das war für mich persönlich nicht schlecht. So, ich habe gesagt, wir werden uns da noch den Halloween-Avatar holen. Ich hoffe, wir bekommen hier ein paar, ja, Teile. Am besten wären natürlich hier die 30 Teile oder auch die 50 Juwelen. Der Preis steigert sich ja sehr, sehr langsam hier, aber ich will nicht viel Juwelen hier rausschmeißen. So, 5 Teile ist ganz okay. Ich könnte mir natürlich auch Teile kaufen, aber sie sind so teuer. Ich glaube, es kosten 100 Teile, kosten 100 Euro und das ist einfach viel zu viel. Ah, nochmal 5 Teile. So, und jetzt eine 1 würfeln. Eine 1 oder eine 4? 1 oder 4, okay, und ich bekomme eine 5. Yes, Münzen. Ich hoffe, ihr habt meine Frage schon beantwortet, dass ich mit den vielen Münzen anfangen soll. Denn jetzt bekomme ich wahrscheinlich wieder 50 Münzen, weil ich über das Ziel gehe. Es ist ja wie bei Monopoly. Gehe über das Ziel, ziehe 200 Euro ein. Spielt jemand von euch noch Monopoly? Ich fand das Spiel eigentlich immer richtig, richtig cool. So, komm schon. 4. Ah, da gibt es 60er. So, jetzt 1. Bitte eine 1. Okay, oder da unten die 10 Teile sind auch cool. Nein! Ach, wieso nicht? Eines weiter wäre schon noch drinnen gewesen. Aber das probieren wir noch. Vielleicht die 75? Okay. Okay, 10 Edelsteine ist okay. Dafür werde ich jetzt noch einen Dreh machen. Dann bekommen wir auch 100 Gold. Nochmal 100 Gold für nichts. So, 3. Okay, wir bekommen jetzt das VIP. Schade, richtig schade, Leute. Aber nur gut. Ich würde sagen, wir werden hier nicht mehr nochmal würfeln. Nee, das ist mir zu teuer. Das ist mir wirklich zu teuer. Wir werden hier noch ein Spiel starten. Ich würde sagen, wir starten den Teamkampf. Mal schauen, was da so geht. Oder, ja, Teamkampf und dann Scharfschützenversteck. Dann Scharfschützenversteck. Ist eine Scharfschützenwaffe. Ich hoffe, man kann sie spielen. Denn einige Waffen kann man hier im Scharfschützenversteck nicht spielen. Was ich richtig komisch finde. So, ich werde nicht... Ja, man kann sie nicht spielen. Kann sie wahrscheinlich auch nicht anlegen. Nö. Weiß jemand, wie das hier gezählt wird? Wann, ja, ich verliere sowieso. Wann man hier, welche Waffen man hier benutzen kann und welche nicht? Weiß das jemand?
Also das ist mir manchmal wirklich ein Rätsel. Egal. Dann nehmen wir Himmlischer Garten, Teamkampf. Und versuchen da unser Glück. Weil das ist manchmal richtig, richtig komisch. Dass man... Es ist Scharfschütze verstärkt und man kann einige Waffen nicht spielen. Was soll das? Was soll das wirklich? So, liebe Gegner, kommt her und lasst euch vom Danny hier killen. Wer ballert mich hier an? Ah, da hinten, der Typ. Und ich natürlich hier total mit meiner Scharfschützenwaffe auf Nahkampf. Ich sollte mir Abstand nehmen. Wieso spawn ich bei den Gegnern? So. Yes, so einen Kill haben wir schon. Da fliegt ein Rabe. Und was machst du eigentlich hier? Dann halt, wie jetzt? Du bist nicht draufgegangen. Wie jetzt? So, zwei Kills. Easy. Das war sogar ein Revanche-Kill. Und wo sind meine Mitspieler? Der Typ ist schon wieder da oben. Geh, komm runter. Komm runter, so. Dem Flächenzauber hauen wir da ordentlich was raus. Yes, so, Kill. 3 zu 3, Entenjagd, aber ich wurde leider mit dem Reflektor gekillt. Viele von euch haben mir ja auch vorgeschlagen, den 3-Kategorie-Spam mal auszuprobieren. Ja, mal schauen, ob ich das mal... der hat hier eine Atombombe geschossen. So, Nahkampf, da muss ich leider den Reflektor rausholen. Aber das hat nichts, das hat hier wirklich nicht viel gebracht. Die Gegner sind gut, muss man ihnen lassen. Und irgendwie habe ich bis jetzt alle 3 Kills gemacht. Danke, liebes Team, dass ihr mich so unterstützt dabei hier. Danke, danke, danke. Tja. Ja, der war ja in mir und hat mich da dann getroffen. Was auch sonst. Bam. Bam. Okay. Das wollte er jetzt. Nein! Selbstzerstörung. Aber wenigstens hat der Gegner keinen Kill bekommen. Wenigstens. Hey, jetzt in meinem Ernst. Ich habe alle 4 Kills. Ich habe noch nicht mal einen Mitspieler gesehen. Ah, da ist er. Er lässt sich einfach killen. Er lässt sich einfach killen. Und die Gegner haben es schon drauf, muss ich sagen. Die haben es schon drauf. So. Ist er weg? Nö. Er fliegt noch da wo rum. So, da ist er. Komm. Ja, Kill. Kill-Unterstützung. Okay, besser als gar nichts. Das schaffen wir noch, oder? Die holen wir uns schon noch. So, da haben wir noch einen Kill-Unterstützung. Aber noch immer 3 Kills hinten. Es sind noch immer 3 Kills hinten. Ich wurde, glaube ich, hier von einer Atombombe getroffen. Oh, das war, glaube ich, nein, das war keine Selbstzerstörung. Der Typ ist schon ewig da oben, oder? Kann jemand mal runterholen? Kann den Herrn Roblox mal wer runterholen? Mr. Roblox, bitte zum Ausgang. Sie sind schon wieder zu lange auf den Wolken. Da oben ist er, Typ. Da oben ist er. Ja, ich habe dich gesehen. Versteck dich einfach nicht. So, ich habe einen Kill. Ich glaube, das war sogar er. Ich meine, ich habe sonst einfach auf keinen anderen gezielt. Boah. Okay. Ich glaube, das war's. 29 Sekunden noch. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier die Niederlage sehen, Leute, würde ich sagen, ich verabschiede mich gleich mal hier. Ja, vielen, vielen Dank auf alle Fälle bei euch fürs Zusehen. Der Schattenzauber, eine richtig coole Waffe. Ich muss mich, muss den noch etwas gewohnt werden. Eine etwas andere Scharfschützenwaffe. Für mich fühlt es sich nicht nach einer Scharfschützenwaffe an. Könnte genauso gut eine Zusatzwaffe sein. Das ist jetzt nicht so mein Match, würde ich sagen. Deswegen, ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, Daumen nach oben, Abo da lassen, falls du das noch nicht gemacht hast. Und unbedingt die Glocke aktivieren, dann ja, verpasst du das nächste Video auf keinen Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich werde trotzdem hier der Beste in meinem Match. Habe gleich viel, okay, einen Kill weniger wie der Beste aus dem gegnerischen Team. Also man kann, glaube ich, nicht meckern. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Und haut rein, Leute. Ciao.